Oh, Herzchen, Dankeschön. Warte, für meine Community, weil du ja auch mit dazugehörst, liebe Michi, jetzt offiziell, weil du hast es auch bis offiziell hast du jetzt auch meine Emotes, ne? Handherz! So. Ja, du wirst es offiziell zu den Hüten und ich werde bei dir, wenn ich da beim nächsten Mal bei dir wieder reinschaue, werde ich wahrscheinlich auch wieder ein Abo von dir wieder sneaken. Weil ich es kann. Sehr gerne, einfach aufs Discord kommen. Die Member-Ränge erhaltet ihr nach 5 oder 10 Minuten auf dem Discord und ihr könnt natürlich selbstverständlich auch gerne dann, wenn ihr Follower von mir Ein seid oder auch Schätzchen, nicht, das gerne freut mich auch die den Rolle ganzen Tag am Follower-Hüte Fenster euch rum. selber dann geben. Willst du nicht was spielen gehen? Dann könnt ihr noch quasi in meinen Discord-Bereich des Dreier-Discords, das wir haben, eintauchen. Ihr dürft aber auch gerne die anderen abonnieren. Also nicht abonnieren, Follower, ne? Weil da sind ja noch andere Streamer so auf dem Discord bei mir. Aber Michi noch nicht. Warum nicht? Michi, komm auf das Discord. War da? War was? Keine Ahnung. Schön, Schnee. Ich möchte auch mal wieder Schnee haben. Jodie, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Boah, ich bin gerade erschrocken, Alter. Boah, ich dachte gerade, da steht einer in der Ecke, ey.
glaube, im Dunkeln kommen die Monster also auf sie zu. Die Monster, die sie zerkratzt haben. Wer hatte das auch als Kind, dass wenn ihr in einem dunklen Raum gegangen seid, in den Keller oder sowas, dass ihr dann Angst hattet, dass irgendwas da ist? Danke, Schätzchen. Na, wir gucken mal Fernsehen. Ja, da haben wir es doch schon wieder. Ganz typisch ist das. Hey, Schätzchen. Warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Okay, Mami. Toll, Mami. Jetzt ist mir kalt und langweilig. Da geht's nicht in den Garten. Okay. Kennt ihr das so, wenn ihr die Kids der 90er wart? So als Kind der 90er. Wenn ihr langweilig war, dann war die einfach langweilig. Und dann kam Mama mit diesen geilen Ratschlägen: Geh doch draußen spielen, mein Kind. Gut. Und dann kriegst du halt nur die Aussage: Toll, Mama, jetzt ist mir kalt und langweilig. Toll, finde ich super. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Ja, geil. Dir ist nie kalt. Wie gut, ey, wie gut. Wie schön. Ach, wie cool, ey. Ach, wie cool. Lass das, Aiden. Mir ist nicht nach Spielen. Wie cool, ey. Gehört? Los, zeig dich! Es kam von der Straße. Er versteckt sich da hinten. Erwischt! Au. Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das musst du bereuen, Fiesling. Das. Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Willst du mitspielen? Komm, mach schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingesalbt. Au! Na, geil. Direkt noch mal einen reingehauen. Komm schon, los, auf ihn! Aua! Headshot! Bam, Headshot! Das wirst du bereuen, Fiesling! Bam, Headshot! Wie geil! Damals als Kind dachte man sich so, ah ja, komm, es ist jetzt ganz einfach nur spielen, was wir da machen. Ne? Und ich so als Erwachsener so direkt so beim Spiel so, bam, Headshot! Batz, Alter, geil, Omat! Okay. Das war jetzt gerade ein interessanter Wurf. Du bist tot, kleiner Wicht. Ich hab dich. Nein, nein, lass mich gehen. Nein, nein, stopp. Oh, oh.
sie mich umbringen. Habt ihr gesehen, was sie gemacht hat? Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe. Ich schwör's euch. Jodie Holmes ist eine Hexe. Komm mit, komm mit. Wir gehen heim. Komm, komm mit. Geh jetzt ins Haus. Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst. Die anderen haben gespielt. Ich wollte nur mitmachen. Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Wie unrealistisch, natürlich, Elias. Ich habe gar nichts gemacht. Aiden war es. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jodie, nein, diesmal gibt es 30 Jahre. Philipp, nein. Oh, oh. Oh. In dein Zimmer. Jetzt! Oh, ich würde gerne wissen, was eigentlich bei ihr passiert ist, dass sie diesen einen überhaupt bekommen hat. Ich meine, jeder hat ja einen imaginären Freund damals als kleines Kind gehabt, aber... Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus. Was ist das? Was ist das? Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. So ein Ding, aber es nicht drin hat, auch nicht. Komm, schlaf jetzt, Süße. Echt, hast du auch noch einen imaginären Freund? Cool. Meiner ist zum Beispiel, also meiner heißt Klein Bibi. Der existiert gar nicht, ist aber trotzdem hier. Oh, ihr könnt ihn aber alle sehen. Das ist Klein Bibi übrigens. Klein Bibi, sag mal hallo. Ha! Das ist Klein Bibi, ne? Sehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen, das... Susan, das ist ein Monster! Hör sofort damit auf, so über sie zu reden! Boah. Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern! Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Ah, das ist das ganz Typische. Immer, dass nachts die richtige Schlafposition suchen. Oh, sie schläft. Keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Thank you.
Was ist passiert, Schätzchen? Du hast gesagt, Monster gibt es nicht. Tut es doch, Mami. Tut es doch. Oh. Oha, Alter. Alter, was ist das für ein Spiel? Kann mir das mal einer erklären? Ist nicht normal, oder? Jody, wach auf. Na? Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Die DPR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Keines der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Was? Weiterfahren. Jody, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Kann ich das nicht entscheiden, vielleicht? Wäre das nicht Nein. Ich kann doch alles entscheiden, warum das jetzt nicht. Oh nein. Oh. Was denkst du dir? Du verstehst das nicht. Sie ist die Einzige, die das beenden kann. Gibt es irgendwelche Informationen von drin? Irgendwas? Ist das die Kleine? Verzeihung, Sie können hier nicht durch. Sie kann durch. Oh, Entschuldigung. Wirklich? Das ist ein Albtraum. Dann ist kein Sinn. Hör wieder auf, aber wieder mal. Alter, was ist denn hier los, ey? Sie verheimlichen uns etwas. Dieser Stahl. Niemand. Es ist unmöglich einzulaufen. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Jody. Die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Ich schaffe das. Keine Sorge, ich habe nicht vor zu sterben. Vor allem blind. Das ist wirklich blind für mich. Es ist jetzt kein Flachs. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich habe Schiss. Was soll ich denn sagen? Immer gut mit dem Fahrstuhl fahren. Es ist immer sehr toll. Lass mich raten.
Was ist das denn für ein Aufzug in einem Krankenhaus? Also ich, oder ist es gar kein Krankenhaus? Es ist irgendwie alles anders, irgendeine Vorschrift. Wie war das noch mit kein Blut und keine Gedärme? Ich verstehe. Ich möchte wieder zu der Schneeballszene zurück. Wenn das irgendwie möglich wäre. Vielleicht. Oh ja, schön. Hä? Oh, Alter. Nur noch oh. Mehr Tod. Da drin. Oh, du Arschloch. Du Arschlochspiel. Er hat extra noch gewartet, bis irgendeiner runterkommt und dann so. Oh, Mann. Du lebst auch noch. Ich wusste es. Ich. Was war das? Boah, Alter. Alter, jetzt fang ich doch an, hier so scheiß Horrorelemente einzubauen, das geht gar nicht klar. Ich hab eigentlich gedacht, was ist das Schönes? Oh mein Gott, ey. Also, ich werde versuchen, mich nicht zu erschrecken. Ich kann es aber nicht garantieren. Ich weiß. Ich fühle es auch. Sie sind hier. Bleib dicht bei mir, okay?
weiß Bescheid. Sie sind unterwegs. Schönen Abgang gehabt, auf jeden Fall. Aber warum ist der eine eben aufgestanden, wenn ich mal fragen darf? Du lebst auch noch. Doch nicht. Gott. Potente Konzentration von Energie. Die verwenden wir zum Öffnen eines stärkeren Brust. Nicht in die Flammen rein, Mädchen. Das hat mich jetzt nicht erschreckt. Kann man das Ding irgendwie ausmachen? Ja. Schnauze. So. Oh, super, ist gar nicht verraucht. Das heißt, sie kriegt auch auf keinen Fall eine Rauchvergiftung. Da ist noch jemand drin, oder was? Oh ja, super. Ganz toll. Warum ist hier die magische Zahl 3? Dreimal draufhauen, drei Sachen sammeln, drei Sachen davon, das, 3, 3, 3. Immer 3, 3, 3, 3, 3. Hat mich auch nicht erschrocken. Du lebst noch. Habe ich recht? Nein. Tot. Also wenn sich an seinem weiteren Zustand nichts mehr verändern sollte, dann ist er tot. Das war schnell. Da war das Genick einmal kurz gebrochen. Du lebst noch. Du hustest.
Da hustet doch jemand. Das kann ich doch hören. Also wenn sie auch den ganzen Schmerz von den Personen noch nachempfinden kann, dann glaube ich, ist das ziemlich heftig. Was bringt mir das jetzt? Wenn die drei leuchten? Nichts. Hier hustet doch immer jemand, aber das ist auf jeden Fall nicht sie. Ich bin dafür gerade ein bisschen zu doof, habe ich das Gefühl. Da ist ein Punkt, aber was ist das für ein Punkt? Wieder hier. Hä? Was will das Spiel von mir? Geh ins Feuer, mein Kind. Oder warte mal, der Feuerlöscher von dem Feuerwehrmann ist doch, glaube ich, noch da, oder? Kann ich damit etwa ein bisschen Feuer löschen? Hier ist doch nichts mehr. Ey, ich stehe gerade echt auf dem Schlauch, ne? Du hast das Kappa-Emote gemacht, mein Lieber.
Ah. Ah. Ja, ist es. Ganz einfach aus dem Grund, ich mag Kappa nicht. Weil Kappa ist so eine Sache, die, ja. Ich wusste doch, dass da noch einer lebt. Ich hab mich auch nicht erschrocken. Der läuft bei ihm. Ja, hör mal, gute Nacht, Nala. Ja, läuft. Jetzt hat keine Ahnung, wie der hier überlebt hat die ganze Zeit, aber ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie sie die ganze Zeit überlebt. Ja. Das kann ich noch so halbwegs dulden. Gehen. Er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Du bleibst hier? Aber diese Dinger, die Dinger werden dich töten. Ich bin nicht allein. Wir alle treffen den Tod allein. Sterb, du Miststück! Sterb! Das ist echt Stoff für Albträume, ne? Ja, auf jeden Fall. Der lebt doch noch. Was da bist du hier? Kleines Miststück!
Hat mich jetzt aber auch nicht erschreckt. Ich muss den Fluxkompensator muss ich jetzt noch finden, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ah, noch mehr Leichen. Juhu, ich freue mich. Läuft, ey. Oh mein Gott. Okay, da war gerade Lack. Alter, was? Der Kondensator ist nah. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Das glaube ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass sie gleich alle aufstehen werden hier. Das ist eine Karte. Treffer. War so klar. Das habe ich irgendwie erwartet, habe mich jetzt auch nicht erschrocken, weil das war fast zu erwarten. Komm schon! Ein, ich brauche dich jetzt! Geh auf, verdammt!
Was? Nein! Das ist doch doof, wenn er einfach rüber wechselt. Was? Jodie. Oh. Sie hat es nicht geschafft, verdammt. Einen Arzt hierher! Sie hat es nicht geschafft, Alter. Warum ist denn jetzt der einen da so rüber geswitcht? Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Nicht so, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein. Alter, ehrlich jetzt. Frage! Sauerstoff! Hierher! Oh, sofort das Gelände! Wir zerstören das Zielgebäude in T-2! Ich wiederhole! Evakuieren Sie unverzüglich das Gelände!